Hallo und herzlich willkommen im Rahmen der Joggler-Kanäle War on Disinformation. Sind wir jetzt insgesamt bei der 50. Hurra, Hurra, Hurra Sendung der Gender Agenda, was mal ursprünglich als ganz kleines Projekt mit Amanda Lear gestartet hat, hat inzwischen, naja, also biblische Ausmaße nicht direkt, aber zumindest schon mal entsprechendes Format aufgenommen. Vielen Dank für alle, die treu dabei geblieben sind, auch wenn jetzt, wenn ihr diese Lesung seht, schon irgendwo tiefster Winter ist. Und Januar, das kommt von Janus, macht es aber auf jeden Fall nichts. Ich hoffe mal, euch wird gleich ein bisschen wärmer, weil wir fassen hier doch wirklich ganz heiße Eisen an. Und zwar geht es sich nach wie vor um die Musikindustrie und Satans Einfluss auf eben diejenige. Und inzwischen hat sich auch mein anfängliches Lampenfieber so ein bisschen gelegt. Ganz weg wird es wohl nie sein. Und im Rahmen der Stunde der Wahrheit, so heißt nämlich dieses Format eigentlich in Deutsch, begrüße ich jetzt meinen Freund und Bruder und Protagonisten sozusagen, den Jörg. Hallo Jörg. Ja, hallo Michael. Du hast gerade gesagt, hurra, hurra, und ich wollte gleich mit einstimmen. Hurra, hurra, die Schule brennt. Das kenne ich zumindest aus extra breit. 80er Jahren, extra breit. Und dann dachte ich, Mensch, Michael, da sollten wir mal eine Sendung drüber machen. Über die neue deutsche Welle. Ah Mann, das wäre, glaube ich, interessant. Ich glaube, das ist ein bodenloses Loch, in das wir reinstürzen würden, wenn wir das machen. Aber wie gesagt, wir sind heute bei 50 Sendungen bereits schon mal angekommen und ehrlich gesagt, ich habe langsam wirklich das Vertrauen, dass wir mit 150 immer noch nicht zukommen. Ist im Grunde auch kein Problem. Die letzten Wochen ist auf dem Kanal Jogglers War und Disinfo ja nichts anderes erschienen als immer nur diese Gender-Agenda-Videos. Aber da sie regelmäßig angeschaut werden, ist da ja anscheinend Interesse für. Auch wenn der Titel ein wenig in die Irre führend ist, das gebe ich ja zu. Wir haben das zu Anfang Gender-Agenda genannt, weil wir eben von einem Punkt ausgegangen waren, vor allen Dingen die Gender-Agenda uns anzuschauen und sind über die Gender-Agenda in die Musik-Agenda gegangen und irgendwie finde ich es blöd, nach 20, 30 oder 40 Videos die Abspielliste oder so irgendwie da zu ändern. Also ich bleibe bei Gender-Agenda und man darf ja ein Ding nicht vergessen, wir kommen ja immer wieder mit Gender in Berührung. Also mit der Gender-Agenda in Berührung. Zwar nicht in dem Maße, wie man vielleicht annehmen würde, wenn man diesen Titel liest, aber zum Beispiel die Sendung mit David Bowie. Ich habe da so eine Arte-Doku gesehen die letzten Tage. Und wenn man da sieht, wie der, er meinte, er hätte sich als Mod gekleidet in den Ende der 60er Jahren. Mods sind diejenigen, die wir immer fürchterlich verprügelt haben, wie Rock'n'Roller, als ich noch ein Teenager war. Die mochten wir nämlich nicht. Die haben so die Musik von The Who und sowas gehört. Und das fanden wir abscheulich, wie Rock'n'Roller. Na jedenfalls, der hat sich dann geschminkt und sowas. Und da dachte ich dann auch, in dem einen Interview, da hat er dann sogar noch hochhackige Schuhe getragen. Und da dachte ich ja, von Gender Agenda ist das ja auch nicht so weit weg. Nun, David Bowie haben wir bis jetzt, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, doch noch nicht richtig belichtet oder beleuchtet. Aber die hängen auch alle zusammen. David Bowie hat in demselben Studio gearbeitet wie die Beatles. Kannten dieselben Leute wie einer der Gitarristen von Pink Floyd, glaube ich, der bei ihm mitmusiziert hat und so weiter und so weiter. Und so sieht man, wie das alles unglaublich dann doch zusammenhängt. Auch wenn das mit Gender in erster Hinsicht vielleicht nicht mehr allzu viel zu tun hat, mit der Gender-Agenda, ist es doch immer die Agenda Satans, der hinter der Musik steht und der eben auch die Musik gebraucht, um die Leute zu beeinflussen. Und zwar sowohl die Leute, die das hören und sehen, als auch die Leute, die es darbringen. Also die Sänger, Tänzer, Artisten, all diese ganzen Sorte. Und da gibt es eben genügend drunter, wo man sagt von, ah ja, guck mal hier, da ist auch ein Gender-Hintergrund. Und vielleicht sollten wir einfach nur mal ab und zu dran denken, wenn wir so diese Sendung machen, wie jetzt mit Earth, Wind & Fire im Augenblick, aber da kommen ja, davor kamen andere und danach kommen noch andere, dass wir immer mal kurz einen kleinen Stich geben und sagen, schaut mal hier und hier und da könnt ihr auch mal für die Gender interessieren. Und dann gehen wir von der Satans-Musik-Agenda im Grunde in die Gender-Agenda. Nicht, dass wir da jetzt groß reingehen, aber dass ihr das als Anreiz nehmt, um da mal ein wenig mehr nachzuforschen. Weil wir sollten eigentlich den Titel ändern in Satans Musikagenda anstatt Genderagenda, aber im Augenblick behalte ich den Namen so nochmal bei. Ja, das waren jetzt meine drolligen 5 Minuten, weil sonst hört er mich im Großen und Ganzen in diesem Video nicht mehr besonders viel, weil es ist Michael seine Show oder seinen Vortrag. Show zu nennen ist das ja ein bisschen, das wäre herabwertend. Nein, das meine ich so nicht. Das war, wollte ich jetzt mal eben witzig sein. Nein, ja, also Freudscher Versprecher. Es ist ganz deutlich Michael sein Baby.
was er hier macht. Er setzt sich da stundenlang für hin und stellt diese ganzen Nachforschungen an und stellt die Papiere zusammen, sucht die Videos raus, die wir schauen, sucht viele Bilder raus und so weiter. Die ganzen Links stellt er zur Verfügung und so weiter und so weiter. Ich will das gar nicht schmälern, die Arbeit, die er macht. Das ist eine ganze Menge. Und eben weil er das macht, hat er natürlich auch von mir diese Plattform bekommen. Und er ist derjenige, lass uns mal sagen, er ist der derjenige, der das vorträgt, und ich bin dafür bei, um im Grunde als Live-Zuschauer hier und da mal eine Frage zu stellen, wenn mir die einfällt. Und ansonsten halte ich mich ein bisschen im Hintergrund in diesen Lesungen, und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich muss nicht immer die erste Geige spielen, weil, ganz ehrlich, weder ich spiele die erste Geige noch Michael, sondern die erste Geige spielt Jesus Christus. So, und jetzt lasse ich den Michael mal zu Wort kommen. Ja, und der hat nämlich alle Musikinstrumente geschaffen, wenn wir schon bei der Geige sind, ne? Das ist nämlich ganz interessant auch. Also Satan hat zwar die Musikindustrie sozusagen gekapert, weil ihm ja die Herrschaft über diese materielle Welt übergeben ist, laut Lukas 4,6 und Matthäus Kapitel 4 und noch viele andere Stellen auch und Hiob Kapitel 1 und Hesekiel 28 und so weiter und so fort. Aber es geht sich ja darum, er ist nicht derjenige, der die Musikinstrumente geschaffen hat. Er ist derjenige, der die bedienen sollte. Also er ist quasi der Musiker, er ist nicht der Schöpfer. Er ist nicht derjenige, der die Musik erfunden hat. Er ist derjenige, der die Musikindustrie auf dieser Welt benutzt. Darum geht es ja. Ne? Das ist eben ein Unterschied. Er ist eben nicht ein Gott. Er ist nur dieser sogenannte Gott dieser Weltzeit laut der Bibel. Er ist aber nicht irgendjemand, der irgendetwas kreativ erschafft, sondern er ist derjenige, der eben jetzt den Musikanten, das mal so zu sagen, soll auch nicht abwertend sein, aber den Musikanten eben die Einfälle per Inspiration durchgibt, wie wir es ja beispielsweise anschaulich bei Bob Dylan in Lesung 13 hatten. Ne? So, wir sind aber jetzt hier hängen geblieben in der letzten Sendung. Wir haben ja jetzt die 50. Sendung insgesamt und die dritte Ausgabe bezüglich Earth, Wind & Fire. Sind mal ein bisschen hängen geblieben bei September. Wir können ja nicht mit Bestimmtheit sagen, was jetzt dieses Badia heißt, was immer im Refrain da aufscheint. Badia, Dancing in September. Ich weiß, ich kann nicht singen. Ist aber ein wunderbares Abschreckungsmittel gegen irgendwelches Ungeziefer. Einfach eine Platte von mir auflegen und ganz laut machen. Aber Spaß beiseite. Wir können es ja nicht herausfinden, aber ich hatte da mal so ein paar interessante Sachen und ich wollte ja eigentlich auch nicht nur einen Monolog hier halten, sondern ich wollte ja auch eine Hilfestellung geben, zu sagen, guck mal hier, so habe ich das recherchiert, und deswegen habe ich euch jetzt mal meinen Rechercheweg von Badia, der nicht zu Ende ist, aus dem ganz einfachen Grunde, es kostet mich zu viel Zeit und ich habe zu viele andere Projekte, die hier warten und die dann viel, viel interessanter auch noch sind als jetzt Earth, Wind & Fire, speziell mit September. Aber nochmal kurz hier kolportiert, wie denn dieser Weg hier ist mit Earth, Wind & Fire Badia. Denn es ist irgendwie ganz seltsam. Dieser Morris White, dieser Kopf und Initiator, dieser Schreiber und Hauptsänger von Earth, Wind & Fire hat doch auf die Frage gesagt, was denn dieses Badia heißt. Who the fuck? Und ich spreche es jetzt einfach mal aus. Who the fuck cares? Aha, okay. Gut, also ich sorge mich nämlich darum, weil jedes Wort, was gesprochen ist, auch eine entsprechende Wirkung hat im Geist. Das heißt, wenn ich jemanden so oder so vortrete und sage immer hier, du bist ein ganz toller, liebevoller Mensch, dann hat der andere da auch total positive Gefühle. Und wenn ich zu jemandem sage immer hier, du bist ein absolutes Punkt, 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 ja, dann kriegt der andere auch eine entsprechende emotionale Reaktion. Und da wir wissen, dass das Wort Gottes Jesus Christus ist und aus dem Wort alles geschaffen worden ist, können wir auch mit Wörtern eben Emotionen schaffen und auch natürlich Zustände schaffen und jemanden beispielsweise in Verwirrung setzen oder jemanden auch glücklich machen, indem man sagt immer, ich habe dich total lieb oder so, und umgekehrt genauso. Deswegen Wörter haben eine viel, viel einschneidendere Wirkung. Deswegen ist ja auch das Wort Gottes ist ja das zweischneidige Schwert, haben eine viel, viel einschneidendere Wirkung als jetzt ein normales Messer. Ich kann mit einem Wort kann ich Millionen von Menschen erreichen und Millionen von Menschen manipulieren oder im Extremfall alle Menschen mit manipulieren. So, also nochmal ganz kurz zu Badia. Ich habe in einem Internetforum Folgendes gefunden. Weiß denn irgendjemand, was dieses Badia im Earth, Wind & Fire Song September denn bedeutet? Ich brauche deine Hilfe. Und da hat jemand drauf geantwortet, ey, die Boogie Monster haben auch einen Song gemacht namens Bodja. Also das ist ein bisschen abgewandelt, ne? Aber vielleicht wird eine alternative Aussprache ein bisschen Hilfestellung geben. Habe ich gedacht, okay, gucke ich mal weiter. Und das ist, wie gesagt, der Weg, den ich jetzt gegangen bin. Ne? Ich habe mich also weiter durchgelesen. Ihr könnt jetzt weiter scrollen bis zum nächsten Rot. Ja, und da stand Rot. Hier ist ein Link zu einem Artikel, der jetzt erzählt, was denn Badia und so weiter heißt. Und eigentlich ist es ein Füller, also ein Füllstück sozusagen,
ein Lückenbüßer, ein Lückenfüller. Ja, und deswegen hat es jetzt nicht die großartige Bedeutung. Aha, okay, das wussten wir schon. Also spulen wir mal weiter sozusagen, wie bei einer Kassette. Und da habe ich jetzt hier einen Screenshot gemacht von einem arabischen Dictionary sozusagen. Und da stand eben drin, dass Badia dann eine, muss man jetzt selber groß machen jetzt hier, jetzt habe ich es versemmelt. Ich wollte mich ausnahmsweise mal nicht versprechen in der Sendung. Jetzt habe ich es hier groß gezogen, kann es nicht mehr lesen. Jetzt kann ich es klein gezogen und ich habe die falsche Brille auf. Ne? Da steht also drin, dass Badia verschiedenste Auswirkungen hat und verschiedene Sprecharten hat. Und das heißt eigentlich außergewöhnlich, laut deren Dictionary. Okay, wenn es das so wäre, dass es außergewöhnlich hieße als Adjektiv, warum sagt dann Morris White, who the fuck cares? Da könnt ihr ja ganz normal sagen, nö, das heißt nur außergewöhnlich. Dann wäre es ja zwar außergewöhnlich, aber es wäre ja dann auch ganz normal zu erklären. Aber er druckt sich ja herum, er gibt ja mit der Sprache nicht raus. Also weitergesucht. Auf YouTube gefunden, eine Gruppe namens Badia. Und Badia ist wohl ein Name, der öfters vergeben wird im Künstlerbereich und wahrscheinlich auch ganz normal im arabischen Bereich. Nichts Genaues weiß ich nicht, weil ich mich nicht mit arabischer Namensgebung auskenne. Aber da sehen wir eine Dame, die da eben drauf schreibt, Badia, Lenando Beratz, touch me, berühr mich. Ja, so sieht die Dame da aus und die Gruppe heißt eben Badia. Okay, also wenn es die Gruppe wäre, die Gruppe ist garantiert jünger als eben Earth, Wind and Fire, von daher scheidet das auch völlig aus, aber es hätte ja auch ein Name sein können, aber immer noch Morris White sagt, who the fuck cares? Also gehen wir weiter. Kachelmann-Wetter. So, ich werde jetzt keine Werbung machen. Ich weiß jetzt nichts über den Herrn zu berichten. Ich habe mich da nicht hintergeklemmt. Da gibt es beispielsweise einen Ort, der heißt Badia. Wenn es jetzt das wäre, in Liberia. Ja, Badia, Rivercrest, Liberia, ein Ort oder eine Ortschaft oder halt ein Gebiet, wie auch immer. Also das gibt es da. Da ist es zumindest heute 24 Grad und regnerisch gewesen. Immerhin besseres Wetter als hier. Wenn es das gewesen wäre, hätte Morris White ja auch sagen können, ja, das ist die Stadt und so weiter. Hat er auch nicht gemacht. Also dann wurde ich langsam so ein bisschen säuerlich auf den Herrn White. Und habe ich mir gesagt, okay, also es ist kein Vorname, es ist keine Gruppe, es ist eben auch nicht die Ortschaft gemeint. Was kann es denn eben noch bedeuten? Und da fiel mir ein, Moment mal, da hat doch in einem Chat jemand gesagt, pass mal auf, das kann auch anders geschrieben werden. Also gucke ich mir an, gebe ich mal Badia ein und mache mir eine Bildersuche. Dann ploppte mir dieses Bild auf. Badia Baby von Ellie Willis, Forever Dancing in September, ja. Who the F-Punkt ist Ellie Willis? Ellie Willis ist eine der Sängerinnen von Earth, Wind and Fire. So. Also, da wird schon wieder anders geschrieben. Da wird es mit einem E geschrieben in der Mitte. Badia, und wir hatten ja schon in der letzten Sendung mal gesagt, das könnte eine Wortzusammensetzung sein, dass es eben aus drei Wörtern besteht. Also Bar, beispielsweise für Bar oder für Baal oder B-A-D für Bad. Ja, zum Beispiel schlechtes Auge, Bad Eye, Badia, kann alles Mögliche heißen. Wie gesagt, ich verliere mich jetzt hier nicht in Spekulationen. Ich sage es nur, wie der Weg da mal so gesehen gehen kann. Und es könnte ein zusammengesetztes Wort sein, was eben vorne mit Baal anfängt und hinten mit Jehova oder mit Yahweh endet zum Beispiel. Also eine Wortzusammensetzung aus verschiedensten Göttern. Wir wissen, Morris White wollte Prediger werden. Und wenn er mit der Sprache nicht rausrückt, ist doch die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es irgendeinen okkulten Hintergrund hat. Zumindest meine Arbeitshypothese. Dann spülen wir mal weiter. Ja, was ist das? Das ist aus dem Freimaurer. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Einfach mal, nicht. Ich habe diesen Fehler gemacht, nicht bis zum nächsten Roten, sondern das war jetzt einfach noch nicht rot markiert. Ja, sorry, lieber Jörg, das war jetzt mein Fehler gewesen. Ja, da gibt es beispielsweise bei den Freimaurern, da gibt es den Jabulon. Jabulon ist ein Wort, das eben benutzt wird, um verschiedenste Götter quasi unter einen Hut zu bekommen. Also wenn man so will, eine Abkürzung beschreibt eben, ja, wie soll ich mal sagen, verschiedenste Götter, und er hat letzten Endes dann in verschiedenen Logen dann wiederum eine Bedeutung und die setzt man dann eben gleich mit Yahweh und mit Baal, und das gibt es eben verschiedene Legenden. Ich behaupte jetzt hier nicht, dass dieser Wikipedia-Artikel stimmt, aus dem ganz einfachen Grunde, weil es eine Geheimgesellschaft ist, zu Deutsch nichts Genaues weiß man nicht. Eine Geheimgesellschaft zeichnet sich nicht durch Transparenz aus, sollte eigentlich auch irgendwie logisch sein. Und wie gesagt, es wird hier kolportiert, dass eben dieses eine Zusammensetzung ist aus
Yahweh und aus Baal und Osiris und so weiter und so fort. Das steht da unten drunter drinne. So, also könnte es beispielsweise auch bei Dea so sein. Okay, das wäre jetzt so die nächste Idee, die ich dazu hatte. Jetzt steht hier drin, was ich auch nicht rot markiert habe, Entschuldigung bitte. From Washington to Rothschild. Leider hat Amerikas erster Präsident George Washington eben dieses Signum von Jabulon eben nicht übernommen, obwohl er da also doch so unendlich schon populär war und dass es einer seiner liebsten Porträts gewesen ist und so weiter und so fort. Und naja, also sie haben es eben da nicht benutzt, sie haben es eben nicht nach außen getragen. Es blieb dann also weiter wohl die esoterische Lehre, wenn man halt diesen Wikipedia-Artikel glauben soll. Ich könnte zwar da noch tiefer forschen, aber das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist das nämlich deswegen nicht, weil eben ganz klar ist, wenn jemand nicht mit der Sprache rausrückt, wenn jemand eben nicht in der Bibel nachgemäß verfährt und sagt, euer Ja ist ein Ja, euer Nein ist ein Nein, alles andere ist von übel, also euer Ja sei ein Ja, eure Rede sei Ja, Ja oder Nein, Nein, alles andere ist von übel, ist eben das, wenn Morris White auf eine direkte Frage nicht antwortet und dann so unverschämt antwortet, to the fuck cares, eben kann eigentlich nur von übel sein. Ne? Biblisch gesehen kann es nur übel sein, was da eben bei rauskommt. Da bin ich nämlich eben auf den Hinweis eines Menschen, eines netten Menschen im Chatforum, in einem der Foren, Sprache-Antwort oder Frage-Antwort-Spiel da behangen bei den Boogie Monster. Wer ist jetzt schon wieder? Who the F. ist Boogie Monsters? Na, Boogie Monsters sind eine Gruppe aus New York, aus der Bronx, also da, wo man so als normaler, unbedarfter Mensch nicht so unbedingt hinzieht in New York, also so dieses, etwas verrufene Viertel. Weiß nicht, ob es heute so ist, aber damals war es auf jeden Fall so. Die sind bei EMI unter Vertrag gewesen und haben mal ein paar Jahre zwischen 1993 und 97 Musik gemacht. Die Musik, die die gemacht haben, ist jetzt noch nicht mal besonders außergewöhnlich. Ich meine, ich habe dem Jörg zwar auch schon mal so einen YouTube-Link geschickt und ich habe ihn da auch eingeblendet, aber die Musik ist gar nicht jetzt das Interessante. Interessant ist eben, dass die einen Titel gemacht haben, der eben auch so ähnlich klingt und der eben auch nicht interpretiert werden kann, der Bodja heißt, aber wo eben auch wieder kein, in Anführungsstrichen, erklärt, was eben dieses Bodja heißen soll. Aber es ist aus einem anderen Grunde hyperinteressant, also nicht super interessant, sondern hyperinteressant. Wenn wir uns dann angucken, beispielsweise dieses Cover von diesem Boogie Monsters, das Ding heißt auch noch God Sound, das ist die LP, die dazu, oder dieses lange Vinyl, also diese große Platte, die da unten drunter ist, dieses grüne Bildchen da, was jetzt gleich kommt, Jörg. Ja, genau. Ja, das, so sieht die LP aus von denen. Man sieht also da zwei Dunkelhäutige, ich weiß gar nicht, wie ich sie jetzt gendergerecht, politikgerecht aussprechen darf, Afroamerikaner, die da eben da draufstehen, unten drunter ist ein großes Megafon. Also das die sind Pigmentgehandicapte. Ach du liebe Güte. Darauf muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. Also, da muss ich ja mal ganz vorsichtig sein, was ich hier sage. Also die maximal Pigmentierten aus New York haben sich Boogie Monsters genannt. Boogie Monsters. Aha. Und die haben dann geschrieben, okay, it goes Bodja, Bodja, Bodja. Und drunter steht nämlich der Songtext. Das Bild ist übrigens so ganz komisch grün. Und ich habe schon mal gesagt, also dieses Grün ist keine besonders positive Farbe, vor allem nicht, wenn es ein Sumpfgrün ist. Und oben drüber steht drauf God Sound, also Gottes Klang. Ist ja auch schon, ja, sehr, sehr seltsam. Also Boogie Monster, Monster ist ja eh schon nicht positiv besetzt. Monster sind ja immer irgendwelche Dämonen. Also sehr, sehr seltsam. Also es geht Bodja, Bodja, Bodja. Come on. Bodja, Bodja, Bodja. Ich habe ihn jetzt extra nicht deutsch übersetzt. Es ist ein amerikanisches Lied. Aber es hat's in sich. Und zwar in der zweiten Strophe geht's los. Have you all bouncing like a pogo while exposing ill Freemasons? Ich sage, was ist das? Also hüpf rum wie ein Pogo, währenddessen du kranke Freimaurer exponierst oder freilegst. Ich sage, was ist das denn? Was hat das denn in einem 1994 oder so Rap-Titel zu tun? Also da sprechen wir noch weit vor dieser ganzen Illuminati-Agenda, wo die Leute gesagt haben, ja, Lady Gaga und so weiter. Das sind alles 10 Jahre später. Da habe ich mir gedacht, was ist das? Was steht denn da drauf? Also, guck mal hier.
Dann steht drauf, at the tops of the charts or out in space stations, also am Kopf der Hitparade, also oben auf den Topplätzen der Hitparade oder draußen in Raumstationen. This is your cancellation, flip on like you flip the boat of Haitians. Also komm, flip genau, wie dieses Boot der Haitianer, der Haiti-Menschen umgeschmissen hast. Da gab es mal eine Katastrophe in den 90ern, habe ich mir sagen lassen von Brad Norman, unserem amerikanischen Freund. Mit dem habe ich nämlich mal über diesen Text gesprochen vor 3-4 Wochen. Boogie Monsters take the world by sensation. Also Boogie Monster haben die Welt übernommen durch diese Sensation. Dann kommen ja so ein paar uninteressante Sachen hier. Dann kommt Sparking Read the Keys of This Blood by Malachi Martin. Ich habe gedacht, was? Das in einem Rap-Text? Also, da hat jetzt wirklich jemand in einem Rap-Text von 1994 ein Buch sozusagen von einem Priester Malachi Martin, was die römisch-katholische Kirche da exponiert sozusagen, geschrieben. Und gleichzeitig in derselben Strophe kommen die Freimaurer vor. Also, da war ich platt, als ich das gelesen habe. Also, wer wäre denn ohne diese Recherche jemals auf Boogie Monsters gekommen? Da war ich echt platt. Makes me feel like a revolution starting. Also macht mich, fühlt sich an, als wenn eine Revolution startet. And plus I got the heart to this rip apart in this. Also mein Herz reißt mich jetzt hier raus. The Rothschilds Bass Players, wobei Bass Players auch eine Doppeldeutigkeit sein kann. Es ist nicht das Original Lyrics. Im Original Lyrics stehen da nur Fragezeichen, also Question Marks. Da steht noch have all of our acts of parts in this. Und Bass Players kann jetzt der Bassspieler sein, dann heißt es B-A-S-S. Na, Bass Players können auch die Leute an der Basis sein. B-A-S-E. B-A-S-E. Also das ist mir aufgefallen, Moment mal, das stimmt doch eigentlich, weil wenn ich etwas singe oder irgendwas ausspreche, was eine ähnliche Bedeutung hat, so wie Bodja oder Badia, 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 Bodja oder Bass Players und Bass Players, dann klingt ja alles irgendwo gleich, wenn ich die Vokale langziehe. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Und wie gesagt, nochmal, dieser Text hier, dieses Lied, es ist völlig zweitrangig erstmal. Wir kommen da später noch drauf zurück. Ich mache da gleich eine Schleife nochmal zu Boogie Monsters. Das wird noch super interessant. Wirklich, kann ich euch versprechen. Ich verspreche da wirklich nicht zu viel. Aber wenn jetzt jemand in einem Songtext schreibt, ja, du sollst also rumtanzen wie ein Pogo, währenddessen du kranke Freimaurer hier offenlegst und du sollst die The Keys of This Blood bei Malachi Martin lesen und diese Rothschilds Spieler haben letzten Endes die ganzen anderen Leute, benutzen die ganzen anderen Leute als Marionetten, die have us all act our part in this, also die Rothschilds Player, die ja ordinieren sozusagen die Menschen dazu, ihren jeweiligen Teil in der Gesellschaft zu spielen. Ja, es ist alles ein ganz großes Spiel, so ein bisschen so eine Art wie Brzezinski in The Grand Chessboard, ne? Das Amerikas Strategie zur Vorherrschaft, zur Geostrategie. Das ist ja auch The Grand Chessboard, ist das große Schachbrett und damit ist ja klar, das ist alles ein ganz großes Spiel irgendwo. Und derjenige, der oben steht, der kontrolliert eben beide Seiten. Ne? Also nicht nur weiß oder schwarz, sondern weiß und schwarz. Und bei weiß und schwarz bei Schach sind wir nämlich genau wieder bei den Freimaurern. So ein interessantes Video übrigens dazu wäre mal One Night in Bangkok von Murray Head. Ja, da hatten nämlich auch ABBA ihre Hände im Spiel. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. So, und in der nächsten Strophe, see, we must escape from New York. Escape from New York ist übrigens ein interessanter Film von dem Regisseur John Carpenter mit Kurt Russell in der Hauptrolle, Die Klapperschlange in New York. Die Fortsetzung, zweiter Teil, hieß Escape from New York. Da geht es darum, dass New York im 21. Jahrhundert ein Hochsicherheitsgefängnis wird. The government eliminates the poor like its sport. Also die Regierung eliminiert oder tötet die Armen wie ein Sport, als wenn es ein Sport wäre. Also die Lyrics von diesem Song haben es effektiv in sich. Und der Jörg hat natürlich aus seinem großen Archivfundus da mal genommen, The Keys of This Blood, ja, Malachi Martin, dieses Buch von dem ehemaligen oder damaligen Priester, der nicht mehr unter uns weilt, über den Papst Johannes Paul II., Karol Wojtyla, gegen Russland und den Westen und so weiter, um die neue Weltordnung oder den Kommunismus sozusagen im Osten dann niederzuschlagen und dann halt eine neue Weltordnung auf die Bahn zu bringen. Und natürlich hat er auch mit der Marienverehrung zu tun. Ja, Jörg, du knackst.
Ja, weil mit dem, was du da gerade vorliest, was der Untertitel des Buches ist, The Keys of This Blood, ich höre mich wieder selber. The Keys of This Blood, John Paul II versus Russia and the West for Control of the New World Order, ist ja im Grunde nichts anderes, als was wir im ersten Kapitel Herrscher des Bösen besprochen haben mit der Heiligen Allianz, wo nach dem Time Magazine Artikel von 1992, ist ja interessant, diese Zeit, ne? Wir sprechen hier auch in der Zeit von 93 bis 97 oder was? Genau. 1992 kam ja die Heilige Allianz raus, also der Time-Artikel, in dem drin stand, dass es eine, ist es wirklich eine Verschwörung? Ich kann da mal eben das Bild damit beinehmen für die Leute, die Herrscher des Bösen nicht gucken, weil die kein Interesse haben in solche super interessanten Sachen. Wollen wir eben schauen, ob ich es unter Allianz oder dem englischen Alliance habe. Ich habe ja das Titelbild von dem Time-Magazin hier. Das kann man ja gleich mal sich anschauen. Ja, also das wird dann wahrscheinlich das Englische sein. Alliance. Hier haben wir also den englischen Zeitschriftenartikel, ne, aus der Time. Und das ist halt 1992 gewesen, 24. Februar, wie man da sehen kann. Wie Regen und der Papst conspired, ja, das ist also sich verschworen haben, um Polen zu helfen oder um Polens Solidaritätsbewegung zu helfen und den Kommunismus in die Knie zwingen wollen, um es mal jetzt auf einfachem Deutsch zu sagen. Ja? Wenn ich mir also das hier nehme und dann nehme ich mir The Keys of This Blood von dem ehemaligen Jesuiten Malachi Martin, deswegen habe ich sein Buch noch nicht gelesen. Er war nicht nur ein römisch-katholischer Priester, er war selbst Jesuit. Und da wir in Herrscher des Bösen ja wissen, dass alle Bücher, die Jesuiten schreiben, vom General der Jesuiten autorisiert wurden, muss man das natürlich auch immer ein wenig mit ein bisschen Salz nehmen, also mit ein wenig Verdacht sich anschauen, diese Bücher. Aber es ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Und wenn wir dann ausgerechnet eben auf Escape to New York kommen, weil als ich das hier gelesen hatte, We Must Escape from New York, habe ich auch gleich an den Film gedacht, wobei der ja aus den 80er Jahren ist. Ja. Also das läuft dann ja alles richtig schön chronologisch, ne? Weil der Film von Kurt Russell ist aus den 80ern, wenn ich mich nicht irre. Oder ist es Anfang der 90er? Also ja, ich könnte mir recherchieren gerade. Also ich meine, das ist von Ende der 80er, meinte ich, dass das noch sei, diese Art Filme. Snake, das kam irgendwie nach Rocky und sowas raus. Rocky 3 oder sowas. Nach Rocky 3 muss das rausgekommen sein. Und ich meine, dass das noch 80er Jahre war, aber es ist inzwischen auch schon so lange her. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also jedenfalls ist Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und wenn man halt diese Zeitlinie sieht, in der das alles hier passiert, dann sieht man auch, wie das alles irgendwie wirklich zusammenhängt. Vor allen Dingen, weil wir ja wissen, dass diese Gegenseite ihre Dinge Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis zu einem Jahrhundert, anderthalb Jahrhunderten im Voraus plant. Das hatten wir bereits an anderer Stelle schon gesehen. Also das fand ich schon sehr interessant. The Keys of This Blood ist ein sehr interessantes Buch. Und man darf nicht vergessen, dass er das im Grunde auch mehr oder weniger geschrieben hat als ein Roman. Ja, das steht da als Druck oben bei von der Washington Dateline. Dieses Buch liest sich wie ein Roman. Es ist auch geschrieben wie ein Roman, weil Malachi Martin sich nicht erlauben konnte, viele Dinge so beim Namen zu nennen, wie sie wirklich sind. Er musste das ein wenig verstecken. Deswegen sage ich auch, man muss, also das ist ein Buch wirklich für Fortgeschrittene. Das sollte sich niemand durchlesen, der noch ein Anfänger in dieser Sache ist. Aber es ist halt interessant, wie die ganzen Dinge hier zusammenfallen. Du hast hier den Liedtext, du hast Escape from New York, den Film von John Carpenter, du hast das Buch von Malachi Martin und wir haben die Heilige Allianz zwischen demselben Papst, der hier auf dem Bild drauf ist, und dem Schauspieler Ronald Reagan, der damals Präsident war. Also fand ich sehr, sehr interessant, ja. Ja, und es geht weiter in dem Text sozusagen, in dieser zweiten Strophe. Da heißt es nämlich jetzt hier, zu Deutsch übersetzt der rote Text, dass diese neue Weltordnung auf dem Vormarsch ist, ist den Weisen nicht verborgen. Ich bin verpflichtet, wann auch immer, über diese Lügen zu berichten. Diese hohen Tiere der Regierung erzählen mir, dass biblische Grundlagen nie scheitern. Ich sehe die Welt im Niedergang. Die Weisheit spricht zu mir,
und ich spreche zurück zu Gott oder ich antworte Gott, ich kenne meine Berufung. Ja? Also das wäre jetzt so meine Übersetzung dieser Zeilen da. Hätte ich jetzt auch nicht viel besser übersetzen können. Ja, und jetzt schau mal, das in einem 0815 Hip-Hop-Text. Bordia. Da ist so viel drin versteckt. Also ich habe nochmal gerade geguckt, es ist von 1997, aber es ist die Zeit vor 9-11. Es ist 4 Jahre vor 2001. Es ist 1997 gewesen, wo dieses Lied rausgekommen ist. Zumindest sagt das jetzt erstmal das Internet. Ja. Ich hatte eben gerade gesprochen von dem Film Escape of New York, wann der rauskam, dass die in den 80er Jahren waren. Von dem Lied wusste ich es nicht. Ja, aber dieses Lied ist von 97 rausgekommen, also auch jetzt hier mit neuer Weltordnung, mit Escape from New York und so weiter, man kann es ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das ist auf jeden Fall vor 9-11, wo dann jeder wusste, aha, guck mal hier, jetzt geht's los mit der neuen Weltordnung. Also das hat ja Papa Bush, also Poppy Bush, hat es ja dann schon 1991 gesagt mit der neuen Weltordnung eigentlich, ne? Hm. Und ausgehend das war ja schon 10. September, ja. Ja, genau. Na, und deswegen kann es ja schon dann riechen mit dieser 11 und der 9, da sind wir schon wieder bei den Freimaurern. Also es geht ja immer in dieselbe Richtung eigentlich. Ne? Aber ich fand halt diesen Liedtext so unheimlich, augenöffnend halten. Ich hätte das so einem Kombo, so einem Duo gar nicht zugetraut. Wir wissen zwar jetzt immer noch nicht, was Bordia heißt, weil das erzählen sie uns nämlich hier nicht, aber es ist definitiv in diesem Lied, Bordia, eben auch wieder kein positiver Kontext. Hier wird geredet über kranke Freimaurer, hier wird geredet über Bücher, hier wird geredet über Rothschild, über Escape from New York, hier wird geredet über Killing, über Eliminates the Poor, über New World Order, Biblical Foundations. Also mit Bordia haben wir jetzt schon wieder eine Geschichte, die wir da nicht aufdröseln können. Was es jetzt heißt, es scheint ein Slangwort zu sein, obwohl mein Slanglexikon sagt da auch nichts weiter. Aber ich erschließe jetzt auch diese Geschichte mit Bordia, weil für mich ist es einfach ein Kunstwort oder ein Wort aus der Mythologie von Morris White, was definitiv, egal wie ich es mir angucke, nichts Positives bedeuten wird. Nichts Positives. Wirklich gar nichts Positives. Im Endeffekt kann man davon ausgehen, dass er in einer gewissen Art und Weise ein Eingeweihter war. Und wenn ein Eingeweihter ein Wort unter die normalen Leute verbreitet, die nicht eingeweiht sind, dann können diese Leute sich totsuchen und sie werden den wahren Begriff dieses Wortes nicht finden. Und das ist genau das, was er hier wohl gemacht hat. Er hat da ein Wort gebraucht, das er als Eingeweihter selber offenbart bekommen hat, was es heißt. Entweder wurde ihm das von seinem Geist, der ihn geleitet hat, eingegeben, und wir wissen, dass das nicht der Heilige Geist ist, oder es wurde ihm erklärt, in einer oder anderen Loge, weil wir ja wohl davon ausgehen können, dass die mindestens Freimaurer organisiert waren, selbst die Leute von Earth, Wind and Fire, einige Leute davon, also das würde ich ganz sicher nicht in Zweifel ziehen, dass das so ist. Und wenn die dann halt eins ihre eingeweihten Worte fallen lassen, dann finden wir natürlich dafür keine Referenz in dieser Welt, sage ich jetzt mal, um dieses Wort zu analysieren. Und von daher denke ich, dass du mit deiner Analyse über Baal und Jehova, weil es ja um den Streit geht. Ne? Du hast ja Baal und Jehova ist ja im Grunde Gott und der Teufel, also der Teufel und Gott. Weiß und Schwarz wieder, ne? Weiß und Schwarz. Weiß und Schwarz. Und das ist der Streit in der Bibel. Und hier geht es ja in diesem Lied jetzt auch eben um die neue Weltordnung. Hier geht es um das Eliminieren des schwarzen Mannes. Ne? Hier unten die Szene, das, was ich da grün angestrichen habe. Some feel like the black man is expendable. Ja, also einige Leute fühlen, dass der schwarze Mensch austauschbar ist eigentlich. Austauschbar, ne? Genau. Ja. Ja. Oder überflüssig, könnte man auch sagen. Das wäre eine krassere Übersetzung, aber es wäre genau das. Und weil die Freimaurer ja halt Deisten sind, die sich hauptsächlich mit Luziferianismus beschäftigen und mit dem Kampf Gut gegen Böse, würde dieses Bardia ja unglaublich Sinn machen, wenn man sagt, da wird nach dem Motto auf den Kampf zwischen Baal, dem Teufel, auf der einen und Jehova, dem Gott der Bibel, dem Schöpfergott, auf der anderen Seite. Oder Yahweh, ja, genau. Yahweh, Jehova, ja. Yahuwah, welchen Namen man da auch immer geben will, wie man das auch immer aussprechen will, weißt du, ich kann kein Hebräisch, ich halte mich an die Wörter in der Bibel. In meiner Bibel wird der Name Gott nie erwähnt, ganz, ganz selten, ganz, ganz selten. Und ich nenne Gott immer, ich bin der ich bin. Dann bin ich sicher, dass er es ist, weil das war das erste Mal, wo sein Name in der Bibel offenbart wurde. Und wenn ich sage, ich glaube an den Gott, der von sich selbst sagt, ich bin der, der ich bin, dann weiß ich, dass ich den richtigen Gott anspreche. Da gibt es dann keinen Zweifel drüber, ob das jetzt Jehova, Yahuwah,
mit Jesus hast du genau das gleiche Problem. Yeshua, Yehushua, Yehushua, Hamashiach und so weiter und so weiter. Diese ganzen Namen, ich kenne die Namen nicht. Hm. Ich spreche Deutsch und für mich ist das Jesus, weil das ist in meiner Sprache der in meine Sprache übersetzte Name. Ja, das ist genau wie, ich sage jetzt mal, wen könnte man da zum Beispiel mal nehmen? Nehmen wir doch zum Beispiel mal Mikhail Gorbatschow. Ja? Wenn du den in Englisch aussprichst, dann ist es Michael Gorbatschow. Und der wird ganz anders gesprochen, als wie er in Russisch gesprochen wird und geschrieben wird. Also werden diese Namen übersetzt in eine andere Sprache, dass man sie vernünftig schreiben und aussprechen kann. Und genau das wurde mit der Bibel, mit Jesus und mit Gott zum Beispiel auch gemacht. Und wenn dann Gott in der Bibel als Herr angesprochen wird, dann habe ich da persönlich kein Problem mit. Dann ist halt der Name da nicht bei. Ich weiß aber, welchen Herrn ich anspreche. Ich weiß, ich spreche den an, der sagt von sich selber, ich bin der, der ich bin. Aber diese ganzen Namenssachen, das sind halt auch Sachen, um uns in Verwirrung zu bringen. Weißt du, warum 25 Namen für einen und denselben Gott? Er sagt in Exodus ganz deutlich, ich bin der Gott, der dich rausgebracht hat aus der Gefangenschaft in Ägypten. Es gibt keinen anderen neben mir. Punkt aus, Ende vorbei, Schluss. Ja? Warum? Weil er Verwirrung stiften will. Und er kann natürlich am meisten davon gewinnen, wenn die Menschen sich untereinander zerfleischen, anstatt zu sehen, wer der wirkliche Feind ist. Ne? Eben, eben, das ist das. Und so viele Leute verlieren sich dann in diese Kleinigkeiten und deswegen mache ich an diesem Spiel nicht mit. Und habe ich mich für diese Namen und solche Sachen nie interessiert. Deswegen habe ich auch aufgehört, diese Diskussion über das Amen zu führen. Da kannst du dich genauso drin verlieren. Aber um nochmal eben jetzt zurückzukommen auf den Liedtext hier mit Badia. Ich bin zu der Überzeugung gelangt in dieser Studie, die du hier vorgetragen hast, dass der Sänger von Earth, Wind and Fire dieses Wort gebraucht hat, um darauf zu weisen, dass dieser Streit, den wir kennen aus der Bibel, Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, wo wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen wollen, dass wir eben auf Geist, einen geistigen Kampf führen, dass er uns hier mit diesem Wort darauf hingewiesen hat, hier ist ein geistiger Kampf und den könnt ihr Leute so materiell überhaupt nicht verstehen. Deswegen schmeiße ich euch hier ein Wort zu und dann sucht ihr euch tot wie Schweine, die Trüffel riechen und graben, 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 aber nichts finden, weil ihr das eben nicht finden könnt, weil ihr nicht die Unterlagen, weil ihr nicht das Wissen dazu habt, weil ihr nicht eingeweiht seid. Ja, und deswegen, das ist ja das, was ich sagte, man gibt ja verschiedene Dinge, die kannst du nicht aufdröseln, weil du eben deren Bedeutung nicht kennen kannst, weil du dann halt nicht in dem Zirkel drin bist. Das ist ja genauso, wenn ich jetzt gewisse Dinge, die ich gelernt habe, wenn ich die sagen würde, ich habe da Sachen gehabt, ich habe da Sachen gelernt, die habe ich noch nirgendwo im Internet gefunden, nirgendwo. Und das ist auch ganz gut so. Das will man auch nicht weitertragen und so. Das gibt halt einfach gewisse Dinge, die müssen unter vier Augen bleiben. Und nur wenn man halt da so ein Spürksken, so einen Spaß mitmacht und sagt, who the fuck cares, dann werde ich neugierig, ne? Ganz klar. Und wir dürfen ja nicht vergessen, auch diese Boogie Monsters spielen ja dieses Spiel mit Bodja, allerdings geben die sich dann als intime Kenner zu erkennen, sonst hätten sie sich nicht auf diese Bücher bezogen und ein paar andere Dinge jetzt hier benannt. Also die haben auf jeden Fall schon irgendein anderes Hintergrundwissen. Das ist kein normaler Rap-Text, der hier gesprochen und gesungen wird, definitiv nicht. Ne? Also das, was wir hier in Rot sehen, ist ganz sicher kein normaler Rap-Text, im Gegenteil. Nee. Es gibt, und das ist auch interessant, ich habe es jetzt nur wieder nicht im Kopf, es gibt ein Lied von Steppenwolf, ich weiß nicht, ob du die Gruppe kennst. Ich kenne das nur Born to be Wired, aber... Ich meine, das Lied von denen heißt Monster, wenn ich nicht irre. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Tom Fress hat da einmal einen ganzen Abend, wo wir normalerweise Bibelstudie machen, dran gegeben, um den Text mit uns durchzulaufen. Er sagt, ey, guck mal hier, der Typ von Steppenwolf, der war ein Protestant. Der hat ganz genau begriffen, worum es geht. Er hat nämlich den Text geschrieben in diesem Lied und dann hat er uns den Text analysiert und dann hat Tom gesagt, wie er den Text interpretiert. Da sind mir fast, also jetzt mal ganz platt gesagt, die Eier aus der Hose gefallen. Was der da rauszieht, unglaublich, aus diesem einen Liedtext von Steppenwolf. Ich habe das Lied selber nie gehört. Ich meine, das Lied heißt Monster. Ja, ich habe es gerade schon auf dem Schirm hier, das kann gut sein, ja. Wo er auch den Papst im Grunde mit anspricht, mit dem Biest und alles drum und dran in dem Text. Ganz, ganz toll. Aber das ist auch sowas, weißt du, kein Mensch kennt das Lied, weißt du? Und da werden auf einmal Wahrheiten bekannt gemacht, wo man sonst eben sagt, das findet man nirgendwo. Und das ist genau so ein Fund, wie hier zum Beispiel jetzt das Lied von dieser Rap-Gruppe, was du jetzt hier aufgedröselt hast. Und das sind eben die Dinge, die man hat. Ich meine, gut, dann beschäftigen wir uns nicht besonders mit einer Agenda oder was, aber dann gehen wir wirklich tief in diese andere Agenda rein. Und ich kann dir ein Ding versichern und vor allen Dingen kann ich das unseren Zuschauern versichern. Das, was du hier aufdröselst in dieser Serie, da kannst du noch 100 andere Videos gucken, die sich mit der satanischen Musikagenda im Internet beschäftigen und niemals wirst du diese Information irgendwo bekommen.
Und da bekommt man immer nur diese ganzen offensichtlichen Informationen, wie du selber schon mal gesagt hast. AC/DC, Guns N' Roses, Rammstein. Warum soll ich die Texte analysieren? Ey, das ist so in your face. Ja? Da springt dich die Information mit dem nackten Arsch, springt sie dir ins Gesicht. Was musst du da noch groß analysieren? Ich meine, jeder Vierjährige oder Fünfjährige erkennt, dass das teuflisch ist. Es geht eben gerade um diese subtilen Botschaften, meine Lieben. Weil wer war denn oder ist denn so subtil? Wer ist denn subtiler als alle anderen Tiere im Garten? Die Schlange. Und wenn man die Schlange anprangern will, wenn man die Schlange bloßstellen will, dann muss man tief graben. Und das machst du wunderbar mit dieser Serie. Und damit möchte ich das jetzt auch eben meinen Kommentar hier drüber abschließen. Also ich finde diesen Text, den wir hier gerade eben durchgenommen haben, unglaublich erhellend. Im Sinne von, da kann man wirklich neue, interessante Erkenntnisse draus ziehen. Und vor allen Dingen dann eben auch die Zeitlinie. 80er Jahre, 90er Jahre. Alles vor 9/11 und irgendwie arbeitet das alles irgendwie ineinander. Ich meine, mir sind ja damals auch die Schuppen von den Augen gefallen, als ich dann diese Videos gesehen habe, wo man den Film Zurück in die Zukunft analysiert hat. Dass in allen drei Filmen das voll ist mit Zeichen für 9/11. Ich habe die Filme öfter gesehen, es ist niemals irgendwas gesehen. Aber wenn einem das einer erklärt, dann sieht man das auf einmal ganz anders. Und hier haben wir jetzt das. Interessant ist, es geht hier um New York. Ne? Wir müssen aus New York raus, die Regierung tötet die Armen, als ob es ein Sport wäre. Es gibt ja da dieses eine Lied von diesem einen Sänger, First we take Manhattan, then we take Berlin. Ja, Leonard Cohen. Leonard Cohen, nicht wahr? Und das wurde ja auch, glaube ich, nochmal von einer Sängerin gecovert. Ja, Jennifer Barnes oder sowas, kann das? Ja, irgendwie sowas, ja. Die hat das Lied nochmal gecovert. Und ja, okay, wir hatten also den 11. September in Manhattan. Was haben wir wann in Berlin? Wie weit sind die Leute überhaupt vorbereitet? Und wir wissen ja, dass Berlin eine ganz wichtige Rolle spielt, weil in Berlin ist der Sitz von Pergamon. Ja, natürlich. Also ich hätte das auch noch eventuell in irgendeiner kleinen Sendung noch untergebracht mit Leonard Cohen. Aber es ist einfach diese schiere Musikindustrie mit ihren Jahrzehnten Vorsprung. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen soll. Ich habe eine ganz bestimmte Meinung zu Leonard Cohen und auch zu dem Lied, aber ich würde es jetzt hier noch nicht verraten wollen. Du musst ja auch nicht. Ich wollte es halt nur mal kurz ansprechen. Außerdem hält man die Leute so bei der Stange, ne? Ja, das war nicht der Hintergrund. Der Hintergrund ist, wir kommen sonst nie mit Earth, Wind & Fire durch und ich wollte eigentlich in dieser und nächster Lesung dann Earth, Wind & Fire abschließen. Ich bin schon ruhig, mach mal weiter. Nein, alles gut. Also nochmal jetzt, es geht noch weiter mit dem Text im Übrigen. Es gibt noch ein paar Sätze dazu. Das heißt, for real, also wirklich, also in echt, real, ja, die Gedanken des Teufels sind krank, tiefer als Atlantis, wir im Land des Stahls, Land of Steel, wir hatten noch Steel Breeze mit Pink Floyd und Steel ist eben auch nichts Positives, Stahl steht ja eben für etwas Kaltes, Hartes und ja, und wenn AIDS keine menschengemachte Krankheit ist, dann ist mein Name Jill. Und damit sind wir endlich bei deinem Gender-Thema. Ich habe mir das jetzt eben schon so durchgelesen, habe gedacht, ja, guck mal, ne, da ist eben dann die beiden Protagonisten sagen, und wenn das wirklich nicht eine menschengemachte Krankheit ist, dann ist mein Name eben der einer Frau, Jill. Bei Jill denke ich nämlich an drei Engel für Charlie. Da sind wir jetzt gerade in der Bibelstudie vielleicht ein bisschen deplatziert hier. Aber Jill Monroe, Farrah Fawcett damals, so einer meiner absoluten Jugendschwärme in Ende der 70er. So alt bin ich jetzt echt schon, Wahnsinn. Immer wenn die da mit ihrem Zahnpasta-Lächeln kam, dann war der Michael auf der Couch immer, boah, die Haare, Mama, guck mal, hat die Haare. Ja, genau. So. Schönes Haar ist dir gegeben, ja. Lass es lieben mit Gott. Jetzt sind wirklich alle Fliegen vom Band gefallen. Gönn mir auch mal die Minute. Brauchst kein Pflanzenvernichtungsmittel mehr, nimm einfach Jörgs oder meinen Gesang. Alles nee, ich kann singen. Ich habe noch im Marinechor gesungen damals, aber ich kann eher Bass singen als hohe Stimme. Okay. Gut. Dann mal eben, also nochmal, das Ding heißt God's Music, also Gottes Musik. Die Dinge Leute heißen Boogie Monster, also Monster ist auch wieder negativ. Das Ding heißt Botja und handelt von nichts anderem als eigentlich von Mord und Totschlag und einer Dystopie, also einer düsteren Zukunftsutopie.
Und demzufolge ist also auch Bodja ohne Badia, aber auch Bodja auch wieder nicht positiv. Und mich hat jemand, wie gesagt, im Chat darauf hingewiesen und ich bin da sehr, sehr dankbar davon, weil dieses Ding hat natürlich eine sehr interessante biblische Referenz. Das heißt auch, wenn man den Text richtig interpretiert, so wie ich das hoffentlich tue, heißt das auch, dass die eben the highly governmental guys tell me biblical foundations never fail me. Also ist schon interessant, dass er da eben Government und Biblical Foundations dann fast in einer Zeile stehen hat. Also ich denke, es läuft alles nach einem Plan ab. Den Plan haben wir hier nicht auf dem Tisch, aber wir sollen sie an ihren Früchten erkennen und die Früchte sehen wir. Und ich denke, da hat Jesus uns einen ganz großen Hinweis gegeben, dass wir eben die Menschen nicht nach dem beurteilen, was sie sagen, weil sie können ja lügen, aber nach dem beurteilen, wie sie handeln. Ja. Und damit, das war es jetzt erstmal zu den Boogie Monsters. Wir kommen aber nochmal dazu. Das war es jetzt auch mal für September. September, wir dürfen nicht vergessen, die erste Zeile. Do you remember the 21st of September? 21 ist 3x7 und damit der Anspruch über die Herrschaft des Himmels, der Erde und der Hölle. Und 777 ist übrigens auch die Zahl eines Buches von Aleister Crowley. Also ein 3x7, 21, eine ganz, ganz wichtige Zahl im Okkulten. Ne? Ganz, ganz wichtige Zahl. Die noch eine Stufe höher als eben 666, die Zahl des Menschen ist. Ne? Aber 777 ist eben, ne? Da geht es nur tatsächlich um die Herrschaftsriege sozusagen, um den Gott oder, wenn wir so wollen, um die dreifache Krone des Papstes. Das wäre dann auch meiner Meinung nach ein Symbol dafür. Gut. Jetzt habe ich ein Problem mit dem nächsten Lied und mit dem letzten Lied. Erstmal muss ich gucken, wie weit wir in der Zeit sind. Ah, 47 Minuten, da haben wir noch eine Viertelstunde. Und zwar das nächste Lied heißt Boogie Wonderland. Oh, oh, oh. Habe ich mir gedacht, das ist bestimmt ganz einfach. War es dann auch im Endeffekt. Aber ich wollte euch den Weg zeigen dahin. Boogie Wonderland ist der größte Hit von Earth, Wind & Fire. Also wirklich Nummer 1 gewesen und auf jedem Party-Sampler drauf. Und der Jörg kann es auch gerne mal anspielen gleich. Aber ich wollte mal gucken, Boogie Wonderland, wo kommt denn Boogie her? Und da habe ich erstmal geguckt, oh, guck mal, da gibt es ganz interessante, ganz tolle Sachen im Internet, wo man nur reingucken muss und dann kriegst du sofort da die Deutung erzählt, du brauchst nicht großartig recherchieren. Ja, Pustekuchen. Also, bei Boogie musste ich erstmal gucken und bei Boogie habe ich erstmal geguckt auf Seite 89, habe ich mir geguckt, okay, Boogie ist dann halt, kann halt alles mögliche sein. To dance to rock music, also so richtig so abtanzen, abrocken, sich schnell bewegen und so weiter. Boogie Woogie, hey, Boogie Woogie, Boogie Woogie, das hast du doch schon mal irgendwo her. Okay, habe ich mir gedacht, gut, gehst mal weiter, Wikipedia, findest du alles, ist immer richtig, die lügen nie. Bin hingegangen und gerade Boogie, da kam bei Boogie nix. Ich habe gesagt, wieso kommt da bei Boogie nichts? Habe ich gesagt, nein, das ist eine Weiterleitung bei Boogie Woogie. Toll. Habe ich mir gedacht, Boogie Woogie, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich wollte ja eigentlich Boogie Wonderland haben, diesen Text von Earth, Wind & Fire, von Dunnerliedchen nochmal. Nein, durfte ich nicht, musste wieder weiter scrollen bei Wikipedia, Boogie Woogie. Gut, was ist Boogie Woogie? Boogie Woogie ist ab 1900 ein Ausdruck für eine Tanzparty sozusagen, ist alles ganz viel bla bla bla, mit viel Rhythmus und da kann man ganz drauf tanzen und dann habe ich ein Video gefunden und gedacht, ey, cool, die tanzen da, jemand, der tanzen kann, aber wisst ja, echte Männer tanzen nicht, aber die tanzen da und dieses Video kannst du gerne mal anspielen und haben die mir gesagt, guck mal, das ist Boogie Woogie, ja, habe ich mir gedacht, wie, das ist Boogie Woogie? Das ist Boogie Wonderland von Earth, Wind & Fire. Vielleicht können wir die beiden Videos mal hintereinander laufen lassen, damit die sehen, dass das eine mit dem anderen irgendwie nichts zu tun hat. Also das, was jetzt kommt, ist Boogie Woogie. Genau. Und das ist eine Musikbox, das kennen ja die Leute unter 50 nicht mehr. Das ist also ein Tanzstil sozusagen, der sich durch besonders lebhafte Bewegungen irgendwie so ausdrückt und Akrobatik dabei. Sieht alles sehr hektisch aus, aber ist durchaus interessant. Na, kann man ja nicht anders sagen, muss man ja schon geübt haben. Okay, reicht mir erstmal. Dankeschön, Jörg. So, habe ich mir gedacht, was hat denn jetzt Boogie Woogie mit Earth, Wind & Fire zu tun? Verdunnerliedchen nochmal. Das klingt ja irgendwie ganz anders als Earth, Wind & Fire. Habe ich mir gedacht, gut, da muss mal weitergehen.
Also, Boogie, Begriffsklärung, ein Klavierstil, ein Gesellschaftstanz, ein Spielfilm, ein Hip-Hop-Duo, ein Musikantenduo aus Köln und so weiter und so fort. Da habe ich immer noch nicht weitergekommen. Dann bin ich in Englisch reingegangen. Da gibt es dann so Dance as Boogie Music, also Boogie 1974, Dance als Boogie Musik auf der nächsten Seite. Ach, hast du da wieder was gefunden? Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Sex, Lügen, Geld und Kunst, ja. Das ist gut, das passt dann wieder in die satanische Agenda. Aber da war auch wieder nichts. Da war wieder so alles Mögliche drin über hier Gangster-Boogie. Und ja, da ich kam irgendwie nicht so auf dieses. Dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich mir endlich mal Earth mit den Fire angucken, anhören. Boogie Wonderland. Und Boogie Wonderland, da war ich schon sehr verdächtig bei Boogie Wonderland. Bei Boogie Wonderland selber fängt nämlich mit 5 Beats an, also 5 Schlägen zu Deutsch. Ne? Beats sind immer so der Rhythmustakt, also von der Bassdrum, von der Tanztrommel sozusagen, von der Schlagtrommel. Ja, und das ist ein Lied, das wirklich weltbekannt ist. Hört euch das mal an. Denke ich mir, ist schon mal ein guter Eindruck. Vielen Dank dafür. Also, das hat mit Boogie Woogie überhaupt nichts zu tun. Das ist Funk, das ist Pop, das ist populäre Musik. Das kennt wirklich bestimmt jeder Zweite, der diese Lesung hier verfolgt hat. Hat das schon mal irgendwo im Radio gehört, Boogie Wonderland. Interessant ist, fängt wie gesagt mit 5 Beats an. Dann, 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 ta-dan. Dance, Boogie Wonderland, alles soweit gut. Dann kommt aber der Text. Der erste Text, beziehungsweise das erste wirkliche Substantiv ist Midnight, also Mitternacht. Creep so slowly into hearts of men. Also die Mitternacht schleicht so langsam in die Herzen von Menschen. Moment mal. Sollte das nicht ein fröhliches Lied sein? Die haben da richtig getanzt. Dance, dance, Boogie Wonderland. Ha. Männern ist das hier, nicht Menschen. Männern, ja, okay. Männer sind auch Menschen. Gut, okay. Ja, aber weil im nächsten Teil des Textes geht es um Frauen und deswegen ist das oben Männer, ja. Und nicht Menschen in der Hinsicht. Gut. Okay, du hast recht. Mea culpa, wie der Papst sagen würde. Und dann, der ist ja unfehlbar, stimmt. Das wird es ja gar nicht sagen. Also, wie gesagt, nochmal, ist ein ganz, ganz seltsamer Text. Ich habe ihm mal 2000 Mea culpa gesagt. Ja, gut, das war aber retrospektiv. Ja, das war vor der Zeit. Das war vor dem ersten Vatikanischen Konzil. 2000 ist nach dem zweiten Vatikanischen Konzil. Ja, weil er hat ja für Sachen vor dem ersten Vatikanischen Konzil, für die Inquisition noch damals. Ja, es war gelogen. Da geht es ja gar nicht drum. Aber wenn du sagst, der Papst sagt nicht mea culpa, doch der Papst hat mea culpa gesagt. Im März 2000. Johannes Paulus II. Ja, aber er hat sich ja nicht für sich selber entschuldigt.
Er hat sich denn überhaupt nicht entschuldigt, er hat eine Show aufgeführt. Aber ja, das ist klar, aber er kann ja nicht selber von sich mea culpa sagen, wenn er unfehlbar ist. Naja, es geht ja um das Amt des Papsttums. Ne? Mhm. Genauso wie Papst Johannes der 23. ja gesagt hat, wir tragen das Zeichen des Kain. Ne? Da meint er ja auch nicht nur sich selber und seine Entourage mit, sondern da meint er ja das ganze Amt des Papsttums. Und genauso hätte das ja auch, wenn es ehrlich gemeint gewesen wäre, Papst Johannes Paul II. Im März 2000 sagen können und hätte es wirklich meinen können und hätte wirklich vor Gott bereuen können, aber... Ja, verstehe schon den Punkt, aber den Punkt, den ich machen wollte, ist halt einfach seit 1870 rum, ja genau, da ist ja der Papst unfehlbar sozusagen. Na, seitdem und er ist das Dogma der Unfehlbarkeit in der römisch-katholischen Kirche festgeschrieben. Unfehlbar war er schon immer. Okay, gut. In der Ansicht der römisch-katholischen Kirche jedenfalls. Und er hat sich ja für die Verfolgung da quasi und für die ganzen Opfer, Blutopfer da entschuldigt, sozusagen mit mea culpa. Mhm. So, das widerspricht ja seiner Göttlichkeit. Natürlich. Ja, und deswegen meinte ich so, der hat sich wahrscheinlich, also es war eine Interpretation, der hat sich wahrscheinlich dafür entschuldigt, dass die Verfolgungen ja vor der Zeit, vor dem Ersten Vatikanischen Konzil offiziell passiert sind. Deswegen meinte ich so, dass er sich heutzutage ja theoretisch ja gar nicht mehr für Dinge, die nach dem Ersten Vatikanischen Konzil passiert sind, ja gar nicht mehr entschuldigen könnte, denn ansonsten wäre ja seine Unfehlbarkeit futsch. Na, wir hatten doch letztens, ich weiß jetzt nicht in welchem Buch auch davon gelesen, dass doch da drin stand, dass die römisch-katholische Kirche sogar den Papst verdonnern könnte, wenn der Geld von der Kirche stehlen würde. Ja, natürlich. Also, ja. Das ist ja alles. Da sagte ich ja damals schon dazu, dass es ja eigentlich gar nicht sein könnte, weil er ist ja unfehlbar. Ja, eben. Das ist ja der eine Widerspruch nach dem anderen. Der Papst lügt, wenn er das Maul aufmacht. Genau wie, wie der Teufel. Der Papst ist nichts anderes als die menschliche Maske des Teufels. Das sollte man eben langsam mal verstehen. Ich wollte jetzt auch gar nicht zu weit darauf abschweifen. Ich wollte nur sagen, hier oben im oberen Teil heißt es Männer, weil es darunter im dritten Textlinie über Frauen geht. Und deswegen sollte man das nicht mit Menschen übersetzen, sondern mit Männern. Das war alles, was ich meinte. Ja, da habe ich nämlich einen Übersetzungsfehler da drin. Dann muss ich mich hier mal Männer schreiben, habe nicht Menschen geschrieben. So. Ich habe jetzt den deutschen Text unten drunter übersetzt, damit es ein bisschen einfacher, ein bisschen schmissiger ist. Wir sind ja jetzt schon mal 57 Minuten, aber den Text würde ich gerne noch mal eben vorher machen, damit ihr dann einen kleinen Cliffhanger habt für die nächste Sendung. Also in Deutsch klingt das ungefähr so, der Text. Also wie gesagt, ihr habt ja gehört, wie die Musik klingt. Total beschwinglich, kann man gut drauf tanzen, tut man keinem mit weh. Habe ich ja schon mal gesagt, kann man bei einer Party mit 25-Jährigen spielen, kannst du auch bei einer Party von 70-Jährigen spielen, hat sich keiner beschwert, ist alles super. So, in Deutsch. Mitternacht schleicht so langsam in die Herzen der Männer, welche mehr brauchen, als sie bekommen können. Tageslicht gibt einer Frau ein schlechtes Blatt, welche zu viele oder zu hohe Einsätze gemacht hat. Der Spiegel starrt dir ins Gesicht und sagt, Baby, es funktioniert nicht. Du sagst deine Gebete, obwohl es dir egal ist. Sie tanzen und schütteln den Schmerz ab. Tanz! Boogie Wonderland. Geräusche fliegen durch die Nacht. Ich jage meine Schallplattenträume ins Boogie Wonderland. Ich finde Romantik, wenn ich anfange, im Boogie Wonderland zu tanzen. Ich finde Romantik, wenn ich anfange, im Boogie Wonderland zu tanzen. Hä? Was hat das jetzt mit lustig sein zu tun? Da habe ich mir gedacht, nee, du machst jetzt mal einfach ein ganz normales Spiel. Du schreibst jetzt einfach mal die Substantive, also die Eigenwörter, nicht die Tu-Wörter, sondern die Eigenschaftswörter raus und überlegst mal, was das zusammen für einen Sinn ergibt. Fangen wir an. Mitternacht, Herzen, Männer, Tageslicht, Frau, Kartenspiel, Einsatz, Spiegel, Gesicht, Gebete, Schmerz, Boogie Wunderland, Geräusche, Nacht, Schallplatte, Romantik, Boogie Wunderland. Hä? Wenn jetzt jemand zu euch sagen würde, diese altbekannte Aufgabe im Deutschunterricht, du kriegst jetzt hier so ein paar Wortfetzen hingeworfen und du baust ja jetzt eine Geschichte draus, dann ist die Geschichte, wird eventuell gut enden, weil ja die letzten zwei Sachen sind Romantik und Boogie Wonderland. Wunderland, ja? Aber der ganze andere Sachen, Mitternacht, Kartenspiel, Einsatz, Spiegel, Gebete, Schmerz, also, für mich klingt das erstmal so nach einem, weiß ich nicht, nach einem Problem irgendwo, ne? So würde ich jetzt erstmal sagen. Und warum ist denn hier Mitternacht das erste Wort? Warum steht denn da drin, Mitternacht schleicht sich so langsam in die Herzen der Männer? Was
ist denn überhaupt mit Mitternacht gemeint? Ich meine, klar, die Mitte der Nacht, aber wofür steht nochmal Mitternacht? Das war doch die Geisterstunde, wenn ich mich richtig dran erinnere. Das hatten wir doch schon des Öfteren jetzt mal, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich könnte doch. Ich würde das auch übersetzen als Dunkelheit, Lüge, Schlechtigkeit, teuflische Besitzung, also solche Sachen würde ich damit auch assoziieren. Ja, vor allen Dingen, weil da steht Creeps, also schleicht. Ja, eben, deswegen ja. Ja. Das Böse schleicht sich in das Herz der Männer, ne? so ungefähr. Ja. Langsam. Ich hab's nämlich mal mit Mitternacht übersetzt und hab mir jetzt mal einen Spaß gemacht, hab mir gedacht, jetzt musst du mal den Jörg ein bisschen lesen lassen. Ich hab mir mal überlegt, was steht in der Bibel für Mitternacht drin? Oh, das weiß ich nicht. Das müsste ich. Ah, ich weiß das aber. Ich hab's nämlich aufgeschrieben. Okay. Ankündigung der letzten Plage. 2. Mose, also das ist Exodus, Kapitel 11. Genau. Und der Herr sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. So rede nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Auch war Mose ein sehr großer Mann im Land Ägypten, in den Augen der Knechte des Pharao und in den Augen des Volkes. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Handmühle sitzt. Auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und das wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. Aber bei allen Kindern Israels soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Dann werden alle diese deine Knechte zu mir herabkommen und mir zu Füßen fallen und sagen, zieh aus, du und das ganze Volk hinter dir her. Danach werde ich ausziehen. Und er ging vom Pharao hinweg mit grimmigem Zorn. Der Herr aber hatte zu Mose gesagt, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit meine Wunder zahlreich werden im Land Ägypten. So hatten Mose und Aaron alle diese Wunder vor dem Pharao getan. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, so dass er die Kinder Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Und es geschah um Mitternacht. Da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter, und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach, macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Ja, vielen Dank. Das reicht jetzt erstmal für diese Sendung. Wir haben jetzt hier eine Stunde und 4 Minuten. Es hat mit einem Bibeltext geendet, was sehr gut ist. Wir kommen in der nächsten und wahrscheinlich letzten Sendung von Earth, Wind & Fire zur Auflösung des Rätsels, so wie ich hoffe, und das wird extremst oder ganz, ganz, ganz witzig werden. Wir werden da richtige Haken schlagen. Vielen Dank für eure geistige Mitarbeit sozusagen. Vielen Dank für die Treue. Und das war es jetzt erstmal sozusagen so ein Anheizer für Boogie Wonderland. Da kommt noch einiges auf euch zu. Das kann ich euch versprechen in der nächsten Sendung. Und ich lasse jetzt einfach mal die Schlussworte für meinen Bruder Jörg, dessen Stimme jetzt, glaube ich, ganz gut geölt ist. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass Mitternacht eben nichts Positives bis jetzt bedeutet, oder? Na, das ist durchaus richtig. Und ob das jetzt positiv ist oder nicht, das kommt natürlich auf den Gesichtspunkt drauf an, weil von den Israeliten wurde ja nichts geschlagen, weil im Grunde, was wir hier gelesen haben, war ja die Nacht des Passover, das Pascha-Fest später, wo Gott vorher ordiniert hat, dass die Israeliten ihre Türschwellen und Türpfeiler
mit dem Blut eines Lammes beschmieren sollten und dann das Lamm schlachten sollten und essen sollten zur Feier, weil in derselben Nacht der Geist Gottes durch die Straßen geht und jedes Haus, das dieses Blutzeichen hat, eben verschont wird. Und in allen anderen wird er es blutig machen, durch die Erstgeburt zu töten. Es ist ja alles blutig. Ne? Also die Israeliten machen ihre Haustüren blutig. Da wurde das Blut des Lammes geopfert, was natürlich sich bezieht auf Jesus Christus, das Lamm, das bereits geschlachtet wurde, bevor die Welt überhaupt gegründet wurde. Und all die Häuser, die das Blut des Lammes nicht haben, das Blut des Lammes, das ja die Sünden der Menschen wegwäscht, wie Jesus Christus es getan hat, als er ans Kreuz ging, da hat Gott dafür gesorgt, dass da die ganze Erstgeburt, die er ja von Israel auch gefordert hat, später in den Gesetzen lernen wir das ja, dass alle Erstgeburt dem Herrn gehört, sowohl des Menschen als auch des Viehs. Und da hat er eben da sein Recht eingefordert von den Ägyptern, die sich verhärtet haben, oder der Pharao, der sein Herz verhärtet hat. Und das hat er nicht von sich selbst getan, sondern Gott hat ihm das Herz verhärtet. So viel noch einmal zu der Geschichte über den freien Willen. Da hatten wir gestern Abend drüber gesprochen in der Lesung von Herrscher des Bösen, glaube ich, war es, dass wir da über Bibelverse gesprochen hatten, dass ich sagte, der Mensch hat keinen freien Willen. Ich habe einige Bibeltexte genannt, die man dafür nachschlagen kann. Und dass Pharao sein Herz verhärtet wurde von dem Gott, der von sich selbst sagt, ich bin der, der ich bin, ist auch wieder ein Beweis dafür, dass eben nicht Pharao sein Herz verhärtet, sondern Gott hat sein Herz verhärtet. Ja? So viel dazu. Ja, Mitternacht hast du immer, also vorher ja schon öfter in anderen Liedern angesprochen, ist die Geisterstunde, es ist da, wo es dunkel ist, im Dunkeln ist gut munkeln. Jesus sagt auch immer, dass wir unsere Taten im Tag tun sollen und dass wir nicht in der Nacht wandeln sollen, weil in der Nacht ist dunkel und da, wer was in der Nacht tut, der hat Dinge zu verstecken. Und wir als Christen haben eben nichts zu verstecken und deswegen ist uns mit Mitternacht nicht viel gedient. Wenn also dann ein Lied kommt, in dem auf Mitternacht referiert wird, in dem auf Dunkel referiert wird, in dem auf Sünde referiert wird und so weiter und so weiter. Ja, da muss man doch als bibelgläubiger Christ gar nicht groß weiter nachdenken. Da hat man doch direkt schon die Bedeutung ganz klipp und klar vor sich liegen. Dass man das jetzt noch so und so interpretieren kann, okay, der eine interpretiert das so, weil der eine kennt das und das von der Bibel, ein anderer kennt weniger oder mehr von der Bibel, interpretiert es anders, aber im Endeffekt ist es immer dasselbe. Dunkel ist schlecht, verborgen, geheim und weiß ist Tag, Licht, hell, ehrlich und ja, bejahend, auch bejahend für das Leben. Und das ist, was wir als Christen tun. Wir bejahen das Leben und Satan probiert auf alle möglichen Arten und Weisen uns da reinzuziehen, um dieses Bejahen in ein Verneinen umzuschwenken und er gebraucht dafür eben auch die Musik und die Musikindustrie. Und das wurde heute in diesem Text nochmal ganz, ganz deutlich mit vielen versteckten Botschaften, wo er uns dann sagt, schau mal, wie ich euch das alles zeige. Das ist das Interessante dabei. Das haben wir in Herrscher des Bösen ja auch gelesen. Diejenigen, die diese Dinge planen und ausführen, die wollen ja, dass wir wissen, dass wir betrogen sind. Weil wenn der Betrogene weiß, dass er betrogen wird, dann ist der Betrug ja noch umso schöner. So steht es im Herrscher des Bösen, ein Buch, das man sicher mal gelesen haben sollte. Ja, danke Michael, dass ich dabei sein durfte. Und ich kann nur damit abschließen, dass ich sage, dass wir neben anderen Büchern, die wir hier empfehlen, wir hatten ja jetzt von Malachi Martin, The Keys of this Blood, unter anderem erwähnt in dieser Lesung und wir haben natürlich auch Herrscher des Bösen habe ich gerade erwähnt, aber daneben sollten wir vor allen Dingen die Bibel lesen, weil nur in der Bibel steht die Wahrheit und nur in der Bibel können wir uns wirklich informieren, weil die Bibel ist unser Leitfaden durch dieses Leben. Dieses Leben, das eine Prüfung von Gott ist, um zu sehen, ob wir ihm treu sind oder eben nicht. Und von daher schließe ich mit den Worten, lest eure Bibel. Maranatha. Thank you.
they say.